Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBA 2K18. Ich habe ja gesagt, ich zeige euch mal, wie das hier abläuft. Ich werde jetzt natürlich nicht, glaube nicht alles zeigen. Als erstes mal die Boxen. Ups, nein, das hat nicht funktioniert. Ja, schon wieder nicht. Also, na egal. Immerhin haben wir 8. Wie ihr seht, das hat jetzt Energie gegeben. Dann kriegen wir auch noch Attributsgrenzen, Brecher, Erhöhungen. Die brauchen wir allerdings noch nicht, weil wir haben ja nur so ein bisschen erhöht. So, Bankdrücken ist nicht so meins. Was ich euch noch zeigen kann, ist Laufen. Das geht extrem in die Zeigefinger. Ups. Man kann natürlich auch einen Fehler machen, ne? Machen wir langsam. Auf jeden Fall noch die 100 schaffen, ne? So, Hammer. Ja, macht nichts, sind eh fertig. Also sind wir jetzt 119 Meter gelaufen. So. Und es gibt dann noch mal Energie. Und natürlich auch Erhöhung. So. Das Ding ist, im Übrigen, ich kann im Hintergrund die Musik nicht ausmachen. Ich habe die Musik im Menü und auch so, wenn wir rumlaufen, ausgestellt. Es sei denn, ich setze Kopfhörer auf. Dann ist das was anderes. Aber, achso, da hinten ist übrigens die Gatorade Fuel Station. Da kann man sich dann die Energieriegel, Proteinriegel, wie auch immer, Getränke kaufen. Ja. So, weiter. Das sind immer so 2 Runden ungefähr. Und somit ist unsere Energie voll. Und mehr mache ich auch meistens nicht, weil gibt zwar Attributsgrenzen Erhöhung, aber so, ich bin ja mal echt gespannt, ob ich einen Claim bekomme wegen der Musik, aber ich kann da eigentlich nichts für. Also, und andere Leute haben die Musik komplett an. Also ich könnte rein theoretisch jetzt auch einmal zeigen. Ich weiß nicht, ob es jetzt geht. Nein, ich habe die Kopfhörer nicht auf, verdammt. Okay. Machen wir einmal Teamtraining.
Zeige euch mal, was da so geht. So, wir sind im Teamtrainingszentrum. Kann hier die Plaketten, das sind meine, Fangen und Werfen, Scharfschütze Distanz, grenzenlose Reichweite, Eckenspezialist, unermüdlicher Scorer, dann sekundäre Plaketten, Scharfschütze Mitteldistanz, schwierige Würfe, Pick und Popper, Posterizer, Akrobat, lesen könnt ihr ja selber, dann glaube ich. Passgeber, Lob City Passer, Pick and Roll Maestro, spektakulärer Passer. Passer. Teardropper, die mag ich eigentlich gar nicht, aber egal. Defense Stopper, Charge Card, das ist, sind Offensiv-Faults aufnehmen, Blockausweicher, Taschendieb, Balljäger und schnelle Reflexe, Klebefinger. Das könnte man eigentlich so als Wide Receiver mäßig, Freiwurf Ass, Ein-Mann, Fastbreak und Rabauke. So, ich möchte gerne Scharfschütze Distanz als erstes machen. Gucken, ob ich es hinkriege. Und zeigt er mir an, was ich machen muss. 10 Versuche, um in eine Wurfposition zu gelangen und einen verteidigten Wurf zu nehmen. 7 Sekunden pro Versuch. Bonus für in Folge verwandelte Würfe. Drin. Nee, ja nicht. Och, ey, was ist los? Der will nicht. Läuft super. Alter, es hat beschissen. Naja. Oh, okay. So, Fangen und Werfen ist auch ganz wichtig, finde ich. Beweglichkeit, Wurf, Schlag hin pro 15 Fuß, das nehmen wir als erstes, weil das ist eigentlich relativ einfach, hoffe ich. Also, wenn das dasselbe ist wie beim letzten Jahr, sonst wäre es ja blöd. Würfe aus 4,5 Metern Entfernung vom Flügel, Treffer plus 1, Fehlwurf minus 2. Okay. Drin. Nein. Der will mich, der will das nicht. Das ist unglaublich. Nein, das war's. Verdammt! Hab schon mal bessere. Naja. Gut. Wir sind ja auch noch nicht so gut, ne? Wir haben ja. Weiter Dreier. Cool. Gucken wir auch noch mal. Das war jetzt erstmal nur ein Test, damit ihr seht, was möglich ist. Nee, der nicht. Jetzt muss ich auf die andere Seite. Dein Ernst? Okay, Konzentration. Die wollen nicht, ey. Alter. Ja, ich weiß, ich überwerfe, aber was ist bei den Weiten?
Nein. Ich weiß. Ah, jetzt. Kann mir mal einer einen Ball zuwerfen, bitte? Weil die Ballmaschine ist, glaube ich, leer. Alter. Jetzt aber. Ich kicke den Ball hinterher, das ist so geil. Krieg ich nochmal einen Ball, oder? Ja, cool. Ist da ein Bug drin? Scheint so. Dann mal fertig. Cool, ich krieg keinen Ball mehr. Das ist auch schön. Das zum Thema Bugs. Vor allem, ich kann auch keinen selber nehmen, ne? Das ist. Blödes Ding. Egal. Machen wir so. Ja, kann ich ja nichts dran ändern. So, jetzt ist das Trainingszentrum natürlich zu. Geht doch. Jetzt gehen wir raus. Oh, falsche Richtung. So, Teamtraining ist, das Zentrum ist geschlossen. Jetzt kann ich im Endeffekt vom Menü zu direkt zum ersten Spiel gehen. Das werde ich aber erst in der nächsten Folge machen. Also, bis dahin. Wir sehen uns!